Heute bin ich hier in der Kirche und ich habe eine rote Stola mitgebracht. Diese Stola hatte ich am Sonntag über meinem Talar getragen. Warum rot? Rot ist die liturgische Farbe für den Heiligen Geist, aber auch für die Kirche. Wenn wir ein großes Kirchfest feiern, wie zum Beispiel eine Konfirmation, dann schmücken wir unsere Kirche mit roten Paramenten an Altar und Kanzel. Und das haben wir am Sonntag, am vergangenen Sonntag gehabt, denn da hatten wir hier eine Konfirmation. Konfirmiert wurden 4 Jugendliche des Jahrgangs, der eigentlich im Mai seine Konfirmation gehabt hätte. Aber das ging damals ja nicht im Mai, nicht, weil uns das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und deswegen waren wir besonders glücklich, dass es am Sonntag geklappt hat. Mit einem strengen Sicherheitskonzept hatten wir doch einen Teil der Gemeinde und die Familien und diese 4 Jugendlichen hier in der Kirche und haben sie einsegnen können, konfirmieren können. Konfirmation kommt aus dem Lateinischen von confirmare und das bedeutet stärken. Dieser Segen, den die Jugendlichen mit auf ihrem Lebensweg bekommen haben, der soll sie stärken. Stärken sollte sie auch ein Wort des Apostel Paulus, das ich in meiner Predigt zitiert habe und das ich den Jugendlichen mit auf ihren Weg gegeben habe. Da heißt es im 1. Korintherbrief: Wachet, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark, all eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Eine solche Stärkung, die können wir alle gerade in dieser Zeit gut gebrauchen. Und wenn jemand zu mir sagt, sei mutig und sei stark, dann ist das ja kein Befehl, sondern es ist ein Zutrauen. Dieser Mensch traut mir etwas zu. Und er möchte, dass auch ich mir etwas zutraue. Sei mutig, trau dich zu leben, trau dich zu lieben. Das will mir dieser Mensch dann sagen. Pass auf dich auf, wache. Auch ein wunderbares Wort in dieser Zeit. Und alles, was du tust, tu es mit Liebe. Ich finde, das können wir uns alle sagen lassen von Paulus. Und deshalb wiederhole ich jetzt für uns alle nochmal den Spruch. Man findet ihn im 1. Korintherbrief, ganz am Ende im Kapitel 16. Wachet, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark, all eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.